Eieiei. Wir haben einen kleinen Bockmist gebaut. Ja. Ihr seht es ja, ich lege ja ziemlichen Wert auf, dass das Ganze einfach stimmig ist. Ja. Nicht nur ein Top-Produkt, sondern auch, ich sage immer, Vermarktung, ja, da muss die Optik passen. Ja. Aber jetzt habe ich wirklich Mist gebaut. So ein little bit. Ja, ein little bit. Also zwei Dinger habe ich verbockt. Also ihr seht es, ich habe ja Sommer und also ich habe ja Winterdesign jetzt gehabt. Ja. Das ist Winterdesign, klar, Winterdesign cremig. Und jetzt gehen wir mal zur, wie soll ich sagen, Etikettierabteilung. Ja, und dann seht ihr das Problem. Ja, merkt ihr was? So. Jetzt, wo ist das Problem? Habt ihr gesehen, ich habe ja meiner Frau eine Etikettiermaschine gegönnt. Ja? Es soll ja die Arbeit erleichtern und es soll einfach ein bisschen schneller gehen. Vor allem, wenn immer mehrere Bestellungen sind, Großbestellungen, dann ist sowas schon wirklich hilfreich. So, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, ich habe meine Etiketten auf Bogen. Ja? Ich habe sie auf Bogen. Das sind meine Standard-Etiketten im Prinzip, ja. Und ich finde, die sind wirklich schön. Die sind wirklich schön. So, dann war das erste Problem, was ich ein bisschen verbockt habe. Was heißt verbockt? Verbockt habe ich es ja nicht. Das sind meine Standard-Schwarzen und das sind meine Standard-Weißen Etiketten, ja. Sind ja alle wirklich schön, ja. Die sind ein bisschen schlichter. So, erstes Problem Nummer 1. Ich habe mir ja gedacht, wir machen mal für Weihnachten komplett separat Etiketten für Weihnachts, für die Weihnachtszeit. Ja, das waren dann die hier, wo wir unten auch schon gesehen haben. Ja, die glänzen richtig cool. Ja, sind auch verdammt gut angekommen bei den Leuten. Tippitoppi, das waren die dunklen. Und das hier in diesem Regal, das sind die weißen. Das Gegenpendant in weiß. Problem Nummer 1, jetzt gefallen meiner Frau diese hier nicht mehr. Also, diese hier. Okay, was heißt Problem? So dramatisch ist es nicht. Ich angerufen, ich brauche die natürlich jetzt ein Sommerdesign in weiß. Ich würde gern sowas wie das Winterdesign so golden in weiß haben. Ja, ich bräuchte das jetzt auf Rolle. Und nicht mehr auf Bogen. Und auch die schwarzen bräuchte ich dann ja auch auf Rolle. Die liebe Jeanette hat mir da mitgeteilt. Haben wir ein kleines Problem. Es gibt nämlich noch gar keine Maschine, beziehungsweise noch gibt es keine Maschine, hat die Jeanette gesagt, die solche, also solche goldenen Etiketten, so wie das jetzt hier, ja, auf Rolle produzieren kann. Das müssen sie erst machen, aber die Maschine ist schon unterwegs, ja, weil da anscheinend die Nachfrage relativ hoch ist, nehme ich mal an. Ja, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, gut, egal, liebe Jeanette, ich warte. Und ich habe ja eben meiner Frau gesagt, sie soll anrufen wegen den Etiketten. So, soweit sind wir jetzt. Jetzt habe ich Etikettiermaschine, keine Etiketten. Und ja, brauche ich auf Rolle. Rolle. Bei den Mengen, was ich brauche, ist eh optimal, weil auf Rolle ist Minimum, glaube ich, 500, ab 500 ist rentabel auf Rolle und ist ja eh super. Ja, also von dem her, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das läuft. Ja, mit meinen ersten Dingen, ein paar Probeläufe habe ich ja jetzt schon gemacht. Ich kann euch das mal einblenden. Ja, so. Aber jetzt mit den neuen dann hoffe ich. Ja. Aber gut, jetzt heißt warten. Tja, tala. Also, ich habe die Etiketten noch nicht gesehen. Meine Frau hat die ja mit ihr ausgehandelt mit der Jeanette. Was heißt ausgehandelt? Die haben halt ausgemacht, wie es werden soll. Ja. Ich bin jetzt gespannt, ja, wie sie aussehen. Und angeblich auf Rolle. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oh, oh. Oh, 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 Etikettenzauber, Honigetiketten.de, geteilte Freude ist doppelte Freude, liebe Bienenfans, wir freuen uns sehr, dass wir
unsere wunderschönen Etiketten beliefern dürfen, lasst uns doch gerne auf eurer Freundesliste teilhaben. Werbung. Oi, oi, oi. Gummibärle. Also die kennen den Jupp. Papier. Was mir ein bisschen stutzig macht, jetzt so beim Auspacken, jetzt sehe ich da was, weil der Karton so groß ist. Schatz, was hast du hier noch bestellt? Wollt ihr es sehen? Geil, das gefällt mir. Ein Familienschild, und schaut mal hier, ganz fein als Schatten hinterlegt. Geil. Vicky Tom Zeilinger, Anna Mia Basel, Josef Basel Zeilinger, Stefanie Basel, Lea Basel. Unser Hofschild. Geil. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das gefällt mir. So, dann. Eieiei. Da habe ich ja auf Bogen bestellt, ne? Noch. Aber, ich sehe da was. Warte mal, ich muss erst mal selber angucken. Ah, das ist nur das Probeetikett am Anfang. So sehen also jetzt meine neuen Sommeretiketten aus. Ziemlich wieder gleiches, in die gleiche Richtung. Ja, man soll es ja nicht ganz verändern. Soll ja immer so, ja, ist ja eine Marke. Prinzip. Seht ihr das, wie schön das schimmert und glänzt? Seht ihr das? Heieiei. Boah, das gefällt mir. Geilo. Da gehe ich jetzt runter. Da schauen wir jetzt gleich mal bei der Etikettiermaschine, ob das jetzt klappt. Ja? Und da müssen wir halt die anderen Etiketten machen, wenn dann, ja, wenn sie durch sind, dann muss man halt dann die checken. Ja? Also, ihr seht es, honigetiketten.de kann auch Schilder, richtig schöne Schilder. Geilo. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das mitkommt. Aber hätte drauf können, weil es so eine riesen Schachtel. Ihr wisst ja gar nicht, wie mich das freut, dass das jetzt geht und klappt. Ja, ich habe das also einfach wie möglich gemacht, dass die Regie, die will das auch, also so ganz einfach und schlicht wie nur möglich. Und ich glaube, einfacher wie so geht's nicht. Hier der erste Probelauf, ja, tippitoppi. Ja, das Etikett war noch ein bisschen zu hoch. Und ich mache da einen leichten Trick, dass ich da nicht groß jetzt umstellen muss und umbauen. Ja, einfach ein kleines Brettchen, dass die Höhe passt. Und somit hat man für jedes Glas, braucht man nicht umstellen, sondern einfach nur das Brett hin oder weg. Und schon ist tippitoppi. Ah, schön. Ich rufe mal bei Robert an, vielleicht gibt es einen Gutscheincode, dann blende ich ihn, also dann steht er unten in der Videobeschreibung. Ja. Ja, da wollte das Mikro nimmer. Ja, und hier im Video einblenden, so ein Gutscheincode bringt ja nichts. Ich weiß ja nicht, wie lange ist er gültig und so weiter. Deswegen schaut so unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr sowas sucht, auch in Zukunft, steht immer in der Videobeschreibung. Und ich brauche den Robert sowieso. Ich muss ihn ans Telefon holen. Ich habe das jetzt da mal so eingeblendet. Ja. Die haben was ganz was Neues auf der Homepage. Man kann jetzt nicht nur die Vorlagen bearbeiten, sondern wirklich komplett von null auf ein komplettes, ja, Etikett direkt auf der Seite komplett designen, selber kann jeder, und das ist interessant, weil ihr wisst es, die Saison kommt jetzt dann haben wir alle was anderes zu tun und Vorbereitung ist alles. Von dem her müssen wir schauen, dass ich da den Robert sehr zeitnah ranhole, weil es halt interessant ist und vielleicht für manche von euch, wenn man einen Gutscheincode kriegt, könnten die den noch mitnehmen. Ja, von dem her, ich gebe mein Bestes. Wir sehen uns.
Wir hören uns und ich sage Tschüss. Auch wenn mein Mikro das nicht mehr mitgemacht hat, keine Ahnung, was es da hatte, weil Akku war geladen. Wir sehen uns. Ciao, haut's rein, bleibt's gesund und vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn es gefallen hat. Und wenn ihr da auch Ideen habt, haut es unten in die Kommentare. Ciao.